Es ging ja jetzt hartnäckig das Gerücht. Oh, ich bin schon fertig geladen, cool. Hartnäckig das Gerücht rum, dass Siedler 6 im Multiplayer nicht funktioniert. Ja, das habe ich mal entkräftet mit Marco neulich. Und dieses Gerücht kam vom Eugen, wo es halt auch wieder nicht funktioniert. Jetzt wissen wir auch, woran das liegt. An ihm. So. In diesem Sinne, good luck, have fun, und ich habe den falschen Held. So schnell kommen Gerüchte auf. Warte mal, wieso habe ich diese Olga ausgewählt? Ich wollte doch Hakim. Was soll das? Pech gehabt. Hä? Ich hoffe, das liegt nur am Ladebalken. Nein, da... Saraya. Nein. Ach nee. Warten auf Marvin. So, geht's los? Bin da. Steht. Ja. Leck? Wie ihr wünscht. Nee, geht los. Cool. Auf euren Befehl. Also, Männer, haut rein. Nehmt euch nicht zurück. Ja, es soll nicht ewig gehen. Haut schon rein. Bietet eine Show, alles wegmetzeln und so weiter. Ich keine Ahnung, wie das... Es schneit. Wie das in Siedler 6 funktioniert. ich suche hier. Können wir Bauernhöfe schon mal vergessen? Wenn es schneit? Ja, das ist voll der Bro-Tipp. Da hast du recht. Herr Felix, zu deiner Frage. Ich mache hier niemanden fertig, außer euch im Chat. Also ein Felix kannst du ruhig fertig machen. Der hat nichts anderes verdient. Ja, eben, gerade. Die geilste Lache hat übrigens der Marco, ja? Läuft. Scherz. Ich würde niemals meinen Teammate dissen. Niemals. So. Kann ich eigentlich bei Marco spickeln? Oh. Alter, wie kannst du so... Okay, ich rede zu viel und baue zu wenig. So würde das auch sein. Das habe ich ihm aber vorher schon gesagt. Ja, das... kommt davon, wenn man alles, was man spielt... bequatscht. Verstehst du? Das ist ein Fluch. Ja. Was soll man machen? Da musste ich mich auch erstmal dran gewöhnen, als ich damals bei Freunden mit Kommentieren von Sachen angefangen hatte. Ich habe fast erst anfangs gar nichts aus mir rausgekriegt. Okay, erste Frage an den Chat. Mein Flo versagt kläglich. Es gibt keine Desyncs in Siedler 6, soweit ich weiß. Ja, es läuft flüssig, ja. Ich glaube, die Frage war eher allgemein, ob das jetzt im Multiplayer häufiger mal vorkommt, oder? Musst du was vorlesen? Boah, ich habe gedacht, Marco, du baust es mit deiner Jägerhütte irgendeinen Turm und baust in mein Land rein. Ach Gott, ich... Siedler 4. Falsches Spiel, ja. Wie ihr wünscht. Was kann eigentlich die Saraya? Ich habe die noch nie benutzt. Kann die irgendwas Tolles? Alles klar. Du kannst sie für Handel benutzen. Handel. Und kannst halt eben bei den Außenposten den... Was brauche ich Handel? Den Handelsposten, den man da bauen kann, kannst du günstiger kriegen. Und du kriegst halt eben Boni für die Handels... Sachen und Städte und Dörfer müssen dir Tribut senden, wenn du nicht alleine sitzt. Das macht mir jetzt irgendwie Angst, ne, dass du das beantworten kannst. Oder dass du in meinem Team bist. Einmal gespielt. Kampagne gespielt. Ich hab dir auch gespielt und weiß es nicht. Wir haben ein Territorium eingenommen. Beziehungsweise ich spiele die aktuell immer noch. Bald ist vorbei. Bald habe ich es hinter mir. Habt ihr auch gleich Kühe? Ja, so gleich am Anfang, ja. Bei einem Land schon drin. Ja, Sonnenschein, es ist ja irgendwo klar, dass wenn er nur mit Hakim spielt, dass das ein bisschen ungewohnt ist, ne? Wir haben ja gleich mit 100 Holz gestartet, das ist auch krass. Du hast ja auch mehr Vorräte eingestellt, da hat man automatisch mehr. Jawohl! Da ist ein Bär. Oh nein. Das ist relativ uninteressant.
Wenn er nicht direkt angreift. Oh, man kann ja hier gar nicht die Zeit beschleunigen. Nee. Button fehlt. Auf einmal so ist um dein Gebiet so eine Zeitblase. Alle anderen wird nichts beschleunigt. Hey, wieso konntest du so viel bauen in so kurzer Zeit? Ja, ich habe die Zeit beschleunigt. Bau mal bitte an deiner Hauptstraße, Einfahrtsstraße, ein Tor, ein Steintor und ein bisschen Mauer und bau das so, dass es in den Fels reinragt. Ansonsten haben wir relativ schnell Probleme. Wie, ich soll jetzt schon? Ja, jetzt schon. Je eher, je besser. Ich hab gar keine Steine mehr. Oh, der ist besser. Wie ihr wünscht. Das ist schon alle Steine verpulvert. Schon unterwegs. Ja, für sinnvolle Dinge. Ich steuere den Hafen an. Bald werdet ihr meine Waren begutachten. Da man am Anfang eh nicht genug Fackeln hat. Unsere Herden werden von wilden Tieren angefallen. Nein, die kriegst du nicht. Alter, der Bär frisst meine Schafe. Ja. Was soll? Das ist ein Problem. Sofort. Jawohl. Das machen Wölfe auch. Echt? Ja. Wie kriegt man neue gar nicht? Deswegen Mauern unter anderem. Weil die das unterbinden zum Beispiel. Toll. Jetzt das mal verhören müssen. Und seid ihr schon Landvogt? Was? Jeden Moment. Wie ihr wünscht. Klar sind wir schon Landvogt. Was denkst du denn? Das ist gut. Wieso muss ich jetzt an Bud Spencer denken? Dieser Titel wird meinem Ansehen zugutekommen. Alles klar. Wieso habe ich kein Holz? Ich hatte doch 100 Holz zum Start, hey. Das gibt's doch nicht. Weißt du, im selben Moment lese ich bei vom Sonnenschein im Chat, also ach, Patricks übliche Spielweise und dann, wieso habe ich kein Holz? Felix, das schafft er schon von ganz allein. Alter, der Bär, dieser verdammte Bär. Was ist das? Der hat einfach alles durch dein ganzes Dorf. Der hat halt alle für Jagd. Ne? Ja, genau. Geh zu dem rüber. Genau, renn da rüber. Komm, wir hauen zusammen auf ihn drauf mit beiden Helden. Der ist bei dir im Land. Bei dir im Land ist er. Du rennst da irgendwie falsch. Ach, da läuft es. Das ist kämpft weiter! Der greift meine an. Ja. Wir brauchen gar keinen Gegner, ne? Wir werden von Bären getötet. Ich werde angegriffen. Wir müssen uns beide töten. Kirche mit anschmeißen. Ich hab kein Holz. Ich muss mich in die Burg zurückziehen. Ach. Also ich bin tot. Also Reich des Ostens kenne ich auch nicht. Was machen denn diese Handelsposten? Was können die? Du kannst, handeln. Aber nur handeln, ja okay. Gut. Selbsterklärend dann. Nein, also es ist ein bisschen anders. Es sind Tauschposten. Du tauschst ein Gut, was du besitzt, gegen etwas, was dir anbietet. Du musst aber aufpassen, dass du etwas nimmst, was du auch in hohen Summen kannst. Ansonsten geht dein Lager sehr schnell leer. So ein Scheiß gerade. Kein Holz, kein Bier. Das Game landet bei Patrick bei Siedler 5 und Siedler 7 auf dem Index. Stimmt, ich könnte mal Bier bauen, aber ohne Holz. Wer hat denn hier schon die Ruine geplündert? Die wollte ich eigentlich haben. Ich war's. Jetzt habe ich 1000 Gold und kann damit nichts anfangen. Wer ist im Spieler blau? Also dunkelblau. Also blau bin ich noch nicht, aber. Blau wie die Zocker Lounge. Nee, das ist Patrick. Blau ist Patrick. Verstanden! Kannst du dich mal verpissen mit deinem Elias, Markus? Jawohl. Okay. Kannst du aber den Bär angreifen? Das wäre voll sozial. Nee, das überlebe ich nicht. Wozu alles denn hier noch irgendwie? Hab
ich irgendwo noch Stein? Nein, aber Wild. Sag mal, ist das Eisen und... Ratet mal, wie viel Holz ich aktuell habe. Sofort! Bingo. Reife Leistung. Hast du wenigstens irgendeinen Holzfäller hingesetzt? Was? Holzfäller. Klar. Hast du irgendeinen? Klar. Ich habe, lass mich gucken, 4. Patrick, gerade die Frage, ob ihr Peace Time habt. Nein, natürlich nicht. Ist, glaube ich, in dem Spiel auch nicht notwendig. Die Peace Time ergibt sich von ganz alleine in Siedler 6. Du kannst, du kannst ja am Anfang nicht mal Militär bauen. Was willst du da kämpfen? Schon unterwegs! Felix, unsere Herden wieso werden von Montag? Wilden Tieren angefallen. Wer wird von wilden Tieren angefallen? Dorf oder was? Ja, du hast immer noch keine Mauer um dein Land gezogen. Wir sind also irgendwo wieder mit einem Bär unterwegs. Oder alles klar! Ich bin ein Dorf. Wisst ihr, was cool ist? Ich hab Bier. Wisst ihr, was uncool ist? Schon unterwegs! Ich hab's nicht hier am PC. Einmal mit Profis und so, ne? Ei! Zieh mitnehmen, bitte. So, was brauchen wir denn als nächstes? Also ich habe mir mal die Mitte gesichert, ne? Mit den Banditen. Okay. Die wollten Gold haben, habe ich den geschickt. Ja, die wollen nach 10 Minuten wieder Gold haben. Ja, können sie kriegen. Das wird irgendwann mehr. Was aber recht sinnvoll ist, du kannst Einheiten bei denen kaufen und kannst sie mit ihren eigenen Einheiten töten. Ja. Was ihr alles wisst? Jawohl! Ich kann die auch kaufen und die Bären töten. Ich habe nur eine Runde gespielt, aber die hat gereicht. Ja, manchmal reicht. Hast du gewonnen? Warnung gegen Computer, also ja. Wie, es gibt Computer? Ich hab gedacht, ja, man kann ja auch Bots einstellen. Ja, aber das gibt doch gar keine Bots. Das sind nur geskriptete irgendwas. Keine Ahnung. Du hast ja diese Missionskarten. Defekt. Das ist doch die Skripte drin. Karten. Da geht das auch irgendwas. Herr Patrick, ich glaube, ich muss dir mal was durch den Bildschirm reichen. Arsch. Alter, wollte ich sagen. Arsch ist mir rausgerutscht. Ich habe heute ein neues Garagentor gekriegt, ja. Und habe gedacht, ah ja, cool. Dir trinkt bestimmt ein Bier, ja. Kaufst halt noch ein paar Bier. Deswegen habe ich Bier, weil er hat kein Bier getrunken. Und da war noch eine Haustür dabei, ne? Ich mache ja schon ewig rum mit meiner blöden Haustür. Jetzt ist sie endlich da. Und jetzt habe ich einen ganz tiefen Kratzer in dieser Tür drin. Und ich will die Tür so nicht. Jetzt habe ich einen riesen Affenzirkus wegen dem Scheiß. Aber das heißt, du hast jetzt für richtig viel Geld ausgegeben wegen dieser scheiß Tür und dann ist da ein riesen Kratzer drin. Richtig. Und den kriegst du auch nicht mehr raus. Und jetzt können die ihre scheiß Tür eigentlich gerade wieder abholen. Wenn es noch mehr reklamieren. Geht. Und ja, Sonnenschein, Flats. Ei.
Ausrufezeichen bin ich freudig. Marco, läuft's bei dir? Alles gut so? Geht einigermaßen. Was, bist du gelassen? Es geht einigermaßen. Gucken, was hier ist. Jetzt bereit. Alles klar. Bereit gemacht. Verstanden. Sofort. Also scheint es inzwischen gibt es mehrere Biermarken, die halt auch genau die gleiche Öffnung haben. Deswegen. Aber bei mir macht's Sinn. Flo, tust du einen Gefallen? Wenn du was beantwortest, lest bitte auch die Frage vor. Wird gemacht. Okay. Das war aber eine Frage speziell an mich, also. Ist egal. Aus Prinzip. Ich werde es versuchen, Felix. Sofort! Verstanden! Wie Felix sagt übrigens, dass er heute einen Sündner auf der Zockerlounge gefunden hat. Jemanden, der Fortnite spielt. Auf euren Befehl! Ehrenmann. Ist so, kein Juckt. Unsere Herden werden von wilden Tieren angefallen. Was habt ihr so am heutigen Tage gemacht? Ich war auf der Arbeit bis 18 Uhr. Respekt. Nicht wirklich viel. Oh, es geht jetzt wieder los. Oh, da ist ja auch ein Million, sonst nirgendwo was überall. Hätte ich einfach nicht. Zu wenig Holz. Auf euren Befehl. Verstanden. Und irgendwie habe ich nichts zum Beißen. Schafhirten fehlt es an Schafen. Ah, guten Abend, Anno. YouTube-Chat tut sich ja nicht mal wieder was. Oh, dem Anno, den könnt ihr alle mal gratulieren, denn er hat auf der Zocker-Lounge eine Siedler-History-Collection gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Total motiviert. Mein Gott, was ist los mit euch? Meine Leistungen sollten belohnt werden. Ja. Ein neuer Titel stünde mir gut. Ja, Alte, ja, ich befördere dich ja. Komm her jetzt. Kannst du gerne richten und dann fange ich jede von diesen Geldzahlungen ab. Was haben wir für den Podcast? Wie ihr wünscht! Die Siedler werden stolz auf meinen neuen Titel sein. Oh ja, die Siedler werden ganz stolz auf dich sein. Vor allem auf dich, Alte. Du hast so viel geleistet dafür. Ratet mal, wie viel Holz ich habe. Null. Vier. Ja, das wird halt der Running Gag, ey. Obwohl, minus eins wäre was Neues. Aber ich hätte gerne ein paar mehr Tiere auf der Landkarte. Das ist ein bisschen nervig. Ja. Also, ich hatte Tiere, aber die hat der Bär gefressen. Ja, auch eine Leistung. Ja, das ist dann nicht mehr die Zocker-Lounge, sondern der Zocker-Lunch. Wow. Wow. Ihren Siedlern dürstet es nach Met, Bier, whatever.
Also ich bin kurz davor, drauf und dran, hier alles stehen und liegen zu lassen und mir ein Bier zu holen. Aber so. Ich könnte ja jeden Moment angegriffen werden. Also mit einer Schwitzmauer. Ich glaube, der Marvin, der stapelt tief, ja, und der Toni, der stapelt noch tiefer. Jawohl! Anno lobt übrigens gerade die Siedler 4 History Edition. Das ist es. Verstanden! Verstanden! Ist besser wie Anno, gell? Anno? Sofort! Unsere Verbündeten werden angegriffen! Was? Du wirst angegriffen? Wie ihr ja, wünscht. Mitte, mitten ein Jäger sucht vergeblich nach Jagd. Ja, die Mitte gehört mir. Also. Was? Ich steuere den Hafen an. Bald werdet ihr meine Waren begutachten können. Verdammter Bär, jetzt wir ist Schluss. Angegriffen. Was? Wir werden angegriffen. Schon unterwegs. Verstanden. Sonnenscheins gerade. Patrick, du hast deine Familie einfach nicht im Griff. Lass dir doch einfach Bier an den PC bringen. Felix da hinterher mit. Wozu sind Kinder sonst da? Felix, bring mir mal ein Bier. Sehr gut. Banditengesindel hier. Alkohol und Banditengesindel. Sollen wir mal ein bisschen expandieren? Marco? Ach, jetzt habe ich den Karren verpasst. Da sind nur Fische drin. Das ist einer von den anderen jetzt Außenpostenkarren, mehr ist das nicht. Ach, hast du da einen Handelsposten hingebaut schon? Ja. Ach, deswegen laufen da die Karren lang. Ja. Ah, okay. Also bei dir nur unten, bei mir oben. Oh, Ich nehme es zurück, du hast es schon gemerkt. Ja. Okay. Aber das könnte für uns vielleicht, ne? Jawohl. Absolut richtig, fragt, wann gibt's den nächsten Hardcore-Siedler 4-Fight? Jawoll! Jeden Tag, wenn du auf dem Discord bist, Sofa! In zig Casual-Games, die halt nicht im Stream sind, aber Siedler 4 wird immer gespielt. Nicht das. Vergiss es. Och Mann. Da kommt der Mädchen mit dem Dieb. Ich hasse es. Und wie kommt der Dieb rein, wenn überall Mauern sind? Der kann durchlaufen. Der ist getarnt als Bürger. Alles klar! Fall. Stell halt einen Squad Ritter vors Tor. Ja, in der Fall, genau. Wie ihr wünscht! Ja, alles klar! Wir haben ein Territorium eingenommen! Wir haben ein Territorium eingenommen! Oh Mann, ich will meinen Hakim wieder, das geht gar nicht. Also wenn ich verliere, dann liegt es nur daran, weil ich keinen Hakim hatte.
Sonnenschein sagt gerade, Patrick, die Alte nimmst du auch nie wieder. Die hat eine gruselige Stimme. Was? Dieser Raja. Jetzt mal nicht diskriminierend werden hier. Wir haben Frauen im Stream. Ratet mal, wie viel Holz ich habe. Nee. Das Problem haben wir alle. Und jetzt schneit's auch noch. Wir haben ein Territorium eingenommen. Ein Dieb wurde entdeckt. Jawohl! Es gibt kein Zurück. Ein Dieb wurde entdeckt. Alles klar. Tja, dann kann ich das wohl vergessen, wenn ihr so gut aufpasst. Sofort. Naja, wenn der Dieb so trottelig an mir vorbeiläuft. Du bist hier aber nicht mehr. Eier. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Was? Da hat er mal gar nichts gebracht. Und du greifst im Winter. Was bringt das? Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Hab ich da jetzt echt einen Steinmetz hingebaut? Ich Trottel. Ja. Auf euren Befehl! Ist irgendwie, also so gefühlt, wie soll ich das ausdrücken? Voll langweilig. Alter. Ja, Patrick Sonnenschein sagt es schon, du musst mehr Aussichtstürme bauen, dann wird es bestimmt spannender. Marco, du hast in der Mitte eine Mauer vergessen. Nein. Oder du wolltest sie nicht bauen, keine Ahnung. Guck einfach mal genauer hin. Wieso? Da kann doch da reinrennen. Was mache ich jetzt mal? Weiß ich nicht. Ich bin mit mir selber überfordert. Verstanden! Wir haben ein Territorium eingenommen. Ach, das ist nicht wahr. Meine bescheuerten Rehviecher sind in dein Land geflüchtet. In Mainz. Ja. Geil! Ach Gott, ernsthaft? Felix fragt gerade, ob du Dune 2000 kennst, Patrick. 2000? Dune! Ach, jetzt Dune! Ja, klar kenne ich Dune 2000. Die Frage allein schon. Please. Da
Der Eugen schreibt gerade, er hat es geschafft mit seiner Firewall. Ja, cool. Oi. Oh oh, hat mir gerade einen gewissen kleinen Lag? Sind noch alle da? Ich bin rausgetappt. Wie ihr wünscht. Schon unterwegs. Das ist mit dem Lag verursacht. Oha, Felix will unbedingt Dune 2000 Let's Play sehen. Auf euren Befehl. Ach ja. Also Dune 2000 habe ich gespielt, hat mir aber, ja, keine Ahnung. Das war halt der billig Command & Conquer Abklatsch. Von daher Command & Conquer. Gibt's ja die ersten Teile mittlerweile auch kostenlos. Kann man zu 8 spielen. Riecht eigentlich auch nach Community Game. Aha, Felix möchte jetzt auch noch Fortnite Community Events haben. Er arbeitet schwer an seinem Bann. Ja, und ich zücke bald den Timeout-Button. Hm, wenigstens ist der Winter gleich vorbei. Siedlerlimit erreicht. Ach komm! Wie viele hast du schon? Keine Ahnung, wo steht es? 100. Okay. Ist das gut? Ist das schlecht? Nein. Ha? Das ist schon viel. 100 von 100 ist aber scheiße. Oh, Kami, danke für dein Twitch Prime Abo. Cool. Das kam jetzt auch auf nix. Kami ist auch da? Hey Kami! Hi übrigens. Und hi Lady Soul Hunter. Und warum sehe ich das nicht irgendwo stehen? Ich glaube Lady Soul Hunter hat gerade auf Twitch nicht donated. Was soll ich denn sagen? Gefollowed? Heißt das auf Twitch Follow? Ja. Okay. Hallo, Lady Soul Hunter B. Hi, Soli. Schön, dass du da bist. Ein Imker hat keine Bienenstöcke. Ein Imker hat keine Bienenstöcke. Ach Gott, ich brauche ja... Alter, kriege ich überhaupt... Können wir irgendwie handeln miteinander? Kannst du mir Steine schicken? Hast du Steine übrig? Steinmetze ausbauen. Wie denn? Anklicke das Gebäude. Ja, im Siedlerlimit. Wie denn? Kirche ausbauen. Ja, wie denn ohne Steine? Soli, du kannst gerne bei Flo bleiben. Ich kenne ja auch alle nur so unter dem Namen Grunde. Schon unterwegs! Schaut mal in das Dorf unten rechts, was da aufgedeckt ist. Jawohl! Was soll ich? Mit dem Ritter in das Dorf da unten reiten. An das Haus mit den Münzen. Wie ihr wünscht. Den Hafen meinst du? Nein, nicht den Hafen. Hier unten das Gebäude. Wer ist eigentlich rot? Hier. Toni? Ja. Falsches Gebäude. Nette Holzmauern. Süß. Und bei dir hängen Reiter. Als Tochter des Moguls kann ich Tribut zu viel Holz von Städten und Dörfern zum Wohne des Reichs einfordern. Welcher Penner greift... Toni! Für Hidun, entrichtet euren... Ein Dieb wurde entdeckt. Wie ihr wünscht. Ein Dieb wurde entdeckt. Tötet ihn! Kämpft weiter! Verstanden! Vorwärts! Verstanden! Shinokami und Megamesa sind jetzt auch im YouTube-Chat mal angekommen. Auf dem Weg. Wie ihr befehlt. Hi, Megamesa. Wie ihr befehlt. Wie ihr befehlt. Jetzt konnte ich an dem Hafen gar nicht handeln.
Nicht am Hafen, hier unten. Schon unterwegs. Ich werde angegriffen. Alles klar. Ach, Felix. Ich weiß, dass du das Event nur befürchtest, aber man weiß ja nie. Flo, von was redet ihr? Felix war dir gerade Flo. Bitte lies die Kommentare wortwörtlich vor. Ich habe nie gesagt, dass ich Fortnite als Community-Game will. Ich erwarte eure Tributzahlung. Was Tributzahlung, Alter? Ich steuere den Hafen an. Bald werdet ihr meine Waren. Was bringt denn das, wenn man an die Diebe Tribut zahlt? Was hat das für einen Sinn? Das hat er am Anfang erklärt. Du kannst dir da Söldner kaufen. Aha. Und sie greifen dich nicht an. Richtig. Die greifen also mich sowieso nicht an. Doch. Ja, also bringt eigentlich nicht viel. Shinokami dachte übrigens, dass Siedler 6 im Multiplayer nicht richtig funktioniert. Das wäre mir aber auch neu bei der History Edition. Ja, das hat der Eugen verbreitet, das Gerücht. Besucht unser Dorf und lasst uns handeln. Unser Dieb wurde entdeckt. Unser Dieb ist in einen Hinterhalt geraten. Fuck. Unser Dieb wurde getötet. Katze. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Jetzt habe ich eine Mauer gebaut. Kriege ich die zurück, die Steine? Abreißen. Du hast unten ein Abreißsymbol. Kriege ich den zurück? Wenn das noch nicht fertig gebaut ist, ja. Oh Gott, wo habe ich die? Wo ist sie? Hm? Ach, okay. Weg, weg. Nein. Ach, die müssen die Steine zurückbringen. Ja, die müssen wir zurückgeben. Wie ihr wünscht. Toll, in dem Dorf sind keine Steine zum Kaufen. Ja, weil ich sie gerade leer gekauft habe. Toll. Super Teammate, du. Ah ja. Sollen wir mal angreifen? Anno meint gerade. Was? Anno meint gerade nur so, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Ja. Sofort! Komm, wir greifen mal alles an. Alles klar. Ei. Wie ihr wünscht. Handgreifen. Alles klar. Hm? Ja, was sollen wir angreifen? Wir greifen mal rot an, oder? Dann muss ich erstmal zu dir rüberrennen. Verstanden! Mal gucken, ob da jemand einen Fehler begangen hat. Ja, das ist voll klasse. Schon unterwegs. Alles klar. Alles klar. Auf euren Befehl. Kämpft man sich in dem Spiel von Sektor zu Sektor vor? Du kannst auch direkt durchmarschieren im Endeffekt, aber es ist effizienter, erstmal den Gegner diese Sektoren abzunehmen. Bleib erstmal in der Innengrenze da stehen, bevor du dafür durchrennst. Wie ihr wünscht! Ich werde angegriffen! Schon unterwegs! Unsere Verbündeten werden angegriffen! Du wirst gerade von. Musst du erstmal mit Wölfen kämpfen, ne? Ich werde von Wölfen. Alles klar! Alles klar. Du solltest doch nicht über die Grenze laufen. Warum nicht? Ja, weil das... Kann ich auch gar nicht, das Wasser. Ein Rohstoffgebäude wird angegriffen. Doch, kannst du. Alter, kannst du mal aufhören? Wir werden angegriffen. Ei, verstanden. In den Kampf. Ein Gebäude steht in Flammen. Kirchenglocken auslösen. Das da auslösen. Ich muss mich in die Bucht zurückziehen. Mein Held ist tot. Was hast du gemacht? Sofa! Der Bär hat mein. Die hält ja gar nichts aus. Oh, dann komm mal ab ins rote Land rein. Nimm deine Solis und ab rein da. Sofort! Ja, zum Turm halt, ne? Schon unterwegs! Ja, zu dem Gebäude da. Das ist schon ein ordentlicher Trupp. Ja. Ist ja nicht zum Spaß ein hier. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen.
Der läuft da gerade. Ja, genau. Es gibt kein Zurück. Über dir, die Roten. Hm. Die zwei, ach, ignorier die zwei, die können nichts tun. Die haben ein Steinmetz angezündet. Ignorier's. Klick auf Reparatur und gut ist. Das ist noch ein bisschen Holz. Ja, aber das ist voll weit weg. Das, was wir vorhaben, ist viel schlimmer. Kämpft weiter! Ich will nicht nur Danke sagen. Zum Angriff! Für diesen Frevel, den er hier begangen hat. Also Felix, die Eins habt ihr beide davor stehen, weil ihr beide schon Städte circa gleiche Zeit. Ja, wenn das so gut geklappt hat, können wir eigentlich noch einen Sektor einnehmen. Wir haben ein Territorium eingenommen. Genau, und weiter geht's. Sofort! Fackeln aufsammeln und in den nächsten Sektor. Sofort! Kann ich mich jetzt hier selber wieder erfrischen? Auf euren Befehl! Sofort! Wenn aufgefüllt ist, der Sektor. Ja, okay. Wenn der auch nicht bewacht wird, dann nächsten Sektor vorwärts gehen. Und den auch bettet einfach wieder. Da kommen sie ja beide, da muss ich helfen. Nee, musst du nicht, alles cool. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Ich muss meine Burg dringend ausbauen und kann ich auch. Jawohl! Wie ihr wünscht. Warte, lass mich den Turm besetzen. Okay, klar. Geh weg. Oh, das auf euren Befehl. Knapp. Sofort. Jawohl. Die sind gefolgt, die Quartetten. Schon da. Unterwegs. Also, das ist auf der Quartetten, ja. Bau den Turm am besten direkt aus. Welchen? Den du eben eingenommen hast. Ich hab keine Steine. Ach ja, stimmt, du hast ja nichts. Mein Steinbruch ist übrigens abgefackelt. Ab, Alter, nächsten Sektor. Dann war es doch ein voller Erfolg. Ja. Schon unterwegs. Ja, sofort. Hey, da könnten wir sogar noch einen schaffen, ne? Oh, da kommt jetzt aber viel Militär. Und ich habe keinen Helden dabei, ne? Schon unterwegs. Einfach durchlaufen. Schon unterwegs. Ignorieren? Ignorieren, einfach durchlaufen. In den Kampf. Alles klar. Ei, verstanden. Das ist geil. Einfach nur den Außenposten angreifen und dann absacken. Das war jetzt eine dämliche Idee von dir. Das war nämlich zu spät. Jetzt kann ich den Turm nicht einfach einsacken. Ei! Jetzt wird gekämpft, oder wie? Nicht aufgeben! Ja. Dadurch, dass er den Turm jetzt ausgebaut hat, konnte ich ihn direkt einsacken. Na, das muss man alles erstmal wissen. Ja. Ich denke, ich habe mir einen neuen Titel redlich verdient. Jetzt machen wir die Truppenstärke. Wer sind hier Gegner? Was ist denn hier unsere? Alter, das ist so unübersichtlich. Angriff! Verstanden! Wie ihr wünscht. Wir werden angegriffen. Oh, Steine wären cool, hey. Zum Angriff! Mit was kämpfen wir da eigentlich? Ich sehe nur blau und grün. Alles klar. Das waren bisher nur meine Einheiten. Das ist ein Holzwall. Alles klar. Verstanden. Ja, da können wir ja rein, der ist sogar offen. Sorry. Der hat gar kein Tor gebaut. Jawohl. Er hat kein Tor gebaut, er hat keinen Steinwall gebaut. Und er hat einen Elias. Jetzt müssen wir abwarten, dass es hier trocken wird. Dann können wir uns das Lagerhaus schnappen, abfackeln und Ende ist das Spiel. Echt jetzt? Ja. Wir werden angegriffen. Er müsste es reparieren können eigentlich. Theoretisch ja, er muss es löschen. Ja. Und wenn er es nicht gelöscht kriegt, kann er es nicht reparieren. Wir müssen jetzt warten, bis es aufhört zu regnen. Schon unterwegs! Ei! Wie ihr wünscht! Ein Dieb wurde entdeckt. Schon unterwegs. Ein bisschen sinnlos, hier einen Dieb loszuschicken. Ja, das stimmt. Hat nichts gebracht. Ey, der will ja sofort sichtbar ist, wenn er so ließ vorstellen. Ah, muss nur Langeweile vertragen. Ja, schick mal, wie das Zeug damit tun kann. Baue ich eigentlich irgendwo Kräuter ab? Nee. Ihr könntet mir eure Anerkennung durch einen neuen Titel erweisen. Aber die Idee, einfach mal anzugreifen, war gar nicht so schlecht, ne? Unsere Truppen werden angegriffen. Oh nee, jetzt rennt doch nicht wie bei den Dieben rein. Unsere Truppen werden angegriffen. Wie ihr wünscht. Dann greifen sie sich nicht mehr an.
Jawohl! Die wollen keine Tribute von mir. Verstanden! Sofort! Unsere Verbündeten werden angegriffen! Dann hört's mal auf zu regnen. Ei! Das dauert eine Weile. Auf euren Befehl! Alter, ist das langsam. So, warum kann ich hier keinen Weg bauen? Was soll das? Ich erwarte eure Tributzahlung. Ein Karren wurde ausgesandt. Wie ihr wünscht. Ei. Nein. Alles klar. Ihr blöden Penner, ihr sollt da runterlaufen. Wenn sie die Geldsack-Leute hier killen, dann kriegt ihr sogar gar kein Geld mehr zusammen. Auf euren Befehl! Jawoll! Oh, jetzt kann man es versuchen abzufackeln. In den Kampf! Ja, da habe ich das Spiel falsch angepackt. Ja, absolut falsch. Es ja. gibt kein Zurück! Macht doch nichts. Wir können es alle nicht. Aber ich glaube nicht, dass du von verloren hast in dem Sinne, oder? Also, hab ich. Naja, wenn man. Einer gegen zwei ist ja hier wohl. Wo ist denn dein Mate eigentlich? Wo steckt denn der? Auf euren Befehl! In dem Plan stehst du. Puppen, aber mehr hat er auch nicht mehr. Marco, du klingst so gelangweilt. Was ist denn los? Lass deine Truppen hier. Ich muss Fackeln erholen. Okay. Ich gehe nur kurz Fackeln holen. Dieser neue Titel schmückt mich. Wie ihr wünscht. Und meine Heldin musste kurz heim, weil ich mit dich zum, was weiß ich, aufgestiegen bin. Gräfin. Okay, danke. Oh, Badehäuser. Hm. Wenn ich jetzt noch Platz für den Spaß hätte. Die zweite Truppe an Soldaten kannst du mir mal reinschicken ins Land. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Vielleicht haben wir nämlich schon angegriffen. Auf euren Befehl! Ihr habt doch schon wieder schon unterwegs! Facken. Wie ihr wünscht! Alles klar! Auf euren Befehl! Ich werde angegriffen! Habt ihr das Gold? Dann haben wir die Söldner. Er kommt denn da durch die Mitte? Oh, Megablock, hast du gerade donated? Flo, kannst du es mal vorlesen? Ich sehe es nicht. Megablock hat 99 Cent gespendet. Das ist, unsere Truppen werden angegriffen. Das ist mehr wie alle anderen. Ich bin begeistert. Nicht aufgeben! Zum Angriff! Danke, Megablock, Schnucki, Schatzi. Aber Herz über YouTube, also da wird noch was abgezogen. In den ja, ich glaube, da bleiben 40 Cent übrig, wenn überhaupt. Ja, irgendwie sowas. Von einem Euro. Es mangelt an Munition! Es mangelt an Munition! Wo bist du eigentlich hin mit deinen Truppen? Ist gar nicht mehr da. Sind gestorben. Alle tot? Ja. Soll ich dann jetzt hier mal stehen bleiben, oder? Ich habe mir gerade einen Sektor geholt, oder? Kann ich ja nicht, wenn ich bei ihm auf dem Marktplatz rumcamp. Wie ihr wünscht. Ey, der löscht sein. Angriff. Ich muss mal das Lagerhaus besser schützen, ne? Der löscht es die ganze Zeit. Marvin, bist du eigentlich noch da? Ich bin noch da, ja. Okay. Aber ich kann auch nicht mehr viel machen. Ja, die Herrschaft macht das so. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Felix, bist du jetzt eigentlich nur in den YouTube-Chat drüber gewandert, damit du diese 99 Cent spenden kannst, die du auch eigentlich über Twitch machen könntest? Das Lagerhaus brennt nicht mehr, Marco. Ja, schickst du sofort wieder in Brand. Nicht immer mit allen Fackeln draufschmeißen, immer nur ein Teil. Ich habe keine Fackeln. Ich habe keinen Sektor in der Nähe. Du könntest es viel einfacher machen. Du hast die ja alle vorher eingenommen. Ich muss voll weiter rennen. Ja. Und nimm mal irgendeinen Sekundar. Das Lagerhaus ist hier. Wir brauchen Munition. Er repariert es. Er hat es auch gleich wieder komplett repariert. Also es ist komplett. Verstanden.
Aber wir könnten doch Belagerungswaffen bauen. Kommt mir gerade so. Ja, du musst einen Katapult bauen, damit du das Lagerhaus killen kannst. Ansonsten hat das keinen Sinn. Verstanden! Aber lass mal ruhig an der Seele stehen, dann habe ich wenigstens etwas, wo ich drauf schmeißen kann. Alles klar! Oh, das regnet schon wieder. Eine Eisenmine schon wird bald erschöpft sein. Schon unterwegs! Alles klar! Die Munition ist alle! Schickt mehr Munition! Reicht es, das ein bisschen anzuzünden? Ich steuere den Hafen an! Das reicht immer, ein bisschen anzuzünden. Das muss nur ein bisschen brennen. Wenn es am Dauerbrennen ist, dann geht's kaputt. Ja, das ist richtig. Ich habe keine Klamotten mehr. Dann baut er neue Klamotten werden. Und noch irgendwie kein Platz. Das nervt mich auch, dieser Platzmangel gefühlt. Schon unterwegs! Es gibt kein Zurück! Das Scheißding brennt schon wieder nicht. Es regnet ja auch. Ach so. Schon unterwegs! Verstanden! Verstanden! Ja gut, dann lass uns doch jetzt Sektoren einnehmen, oder? Mhm. Schon unterwegs! Ja, wir sollten eigentlich die Rettungsabteilung da stehen lassen, damit da... Lass du deine stehen. Okay, dann lass ich meine da stehen, dann hat sich das... Du kannst doch besser Fackeln auffüllen. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Das Lagerhaus ist voll. Jawohl. Ich werde angegriffen. Schon unterwegs. Verstanden. Sofort. Schon unterwegs. Ein Steinbruch wird bald erschöpft sein. Wie ihr wünscht. Ich erwarte eure Tributzahlung. Auf euren Befehl. Wie ihr wünscht. Auf euren Befehl. Wie ihr wünscht. Das ist eine große Armee. Jawohl. Alles klar. Alter, der hat sogar Belagerungswaffen da stehen. Nicht aufgeben. Felix fragt gerade, wann wieder Siedler 4 kommt. Nicht aufgeben! In den Kampf! Schalt mal noch bitte deine Kirche kurz an und mach mal den Marktplatz fest. Dann sind deine eine Militäreinheit wurde geschlagen. Was stärker sind die dann? Ja. Was, wenn die Kirche läutet? Je höher deine Zufriedenheit deiner Leute ist, je stärker sind deine Truppen. Wusste ich gar nicht. Ich dezimiere mal ein bisschen blau. Hellblau. Vielleicht bringt's ja was. Angriff! Verstanden. Alles klar. Patrick, hast du die Frage gehört? Nein. Es gibt kein Zurück. Wann wieder Siedler 4 kommt. Ach so, die Frage habe ich ignoriert. Auf euren Befehl. Alles klar. Ei, wie ihr wünscht. Stürmt los. Angriff. Wie ihr wünscht. Komm. Wir haben ein Territorium eingenommen. Alles klar. Kann ich den Rammkarren auch noch einnehmen? Ei. Das geht irgendwie nicht. Alles klar. Schon unterwegs. Das funktioniert leider nicht. Nee. Deswegen habe ich den Lauf stehen gelassen. Verstanden. Jawohl. Auf euren Befehl. Verstanden. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Das Lagerhaus ist voll. Gebäude ist beschädigt, okay?
Das Lagerhaus ist voll. Ausbauen, noch mehr Tüchtigkeit. Und dann den Soldaten da drüben mit Fackeln vollgesetzt, dann springen sie mal rüber. Alter, ich hab. Wieso hab ich eigentlich gar nichts mehr? Kein Essen. Ich bin nur am Kämpfen. Meine Wirtschaft liegt total am Arsch. Ja, das ist ja das. Ja, und ich habe viel zu spät Militär aufgebaut. Habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Nicht nur du. Ich schicke dir mal Steine rüber, sofern du noch einen brauchst. Nee, gar nicht. Ich brauche Nahrung und Kleider. Ja, Nahrung kann ich dir nicht schicken, Kleidung habe ich auch nicht. Oh nein, jetzt wird's Winter. Nein. Schick dir ein bisschen Wolle, dass die Kleidung was gut machen. Ich brauche auch Reinigungsmittel, sehe ich gerade. Ah. Ach, da hat er jetzt eine Wolle mit zu machen. Das brauche ich eigentlich nicht. Bier! Bier habe ich genug! Verstanden! Ei! Schon unterwegs! Jawohl! Was ist das hier? Auf euren Befehl! Alles klar! Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Es gibt kein Zurück! Vorgesorgt. Mal gucken, wie lange die Palisade hält. Grüßt euch hin. Nicht aufgeben! Länger als gedacht. Auf euren Befehl! Ich jetzt noch Fackeln übrig? Stürmt los! Quatsch. Dafür hat sie echt lang gehalten. Kämpft weiter! Nicht aufgeben! Alle geworfen. Und mal auffrischen. Ei! Protestiert ihr jetzt? Bereich 7 hast du noch einen Sektor, ne? Wir müssen nur einen Sack, der war noch schwach. Ha? Der Sektor rechts neben, wo die Fische rauskommen kannst, den setzen wir noch einen Sack. Wir sind nun Feinde bis aufs Blut. Ja. Eure Städte sollen brennen. Habe ich nur Fisch. Verstanden! Ja. Sofort! Fisch ist hier relativ wichtig. Vorwärts! Alles klar! Stürmt los! Dann hätte ich die lieber auch mal vorher gespielt. Was? Wer hat die vorher gespielt? Hätte ich lieber die Karte auch vorher gespielt. Du, ich hab keine Karte von denen vorher gespielt. Kannst du denn nicht? Okay. Ich wusste nämlich nicht, wie die Karte aufgebaut ist. Sonst hätte ich das Zeug nämlich alles schon vorher geholt. Ja. Also. Ja, okay. Wenn ihr den Sektor hier holt, dann kann ich auch eigentlich aufgeben. Verstanden! Einfach nur noch besetzen. Wir haben ein Territorium eingenommen. Ei! Jetzt haben wir sie schon ganz schön runtergedrängt, ne? Ja, jetzt kann ich eigentlich auch nicht mehr viel machen. Verstanden! Angegriffen. Schon unterwegs! Alles klar! Jawohl! Jetzt müsstet ihr nur irgendwie an Katapulte kommen, oder? Ja, genau. Um die Lagerhäuser zu zerstören, ja. Dass wir da meine Schon Wirtschaft unterwegs. Hinkriegen. Schon unterwegs! Kämpft weiter! Brauchst du Holz? Nee, gar nicht. Ich brauche keine Steine mehr. Sehe ich gerade. Ich schick dir mal noch Milch zu. Dann kannst du eine Käserei setzen und kannst noch irgendwie Nahrung zusammenkratzen. Bist mal in mein Lager gucken. Ich habe wahrscheinlich... Nee, Milch habe ich nicht. Getreide ein bisschen. Ich habe überhaupt keinen Fisch mehr. Ach so, zugefroren, klar. Hm, toll. Alles klar. Okay, den Sektor haben wir auch. Wir haben ein Territorium eingenommen.
Hey! Der hat da noch den Fischsektor. Ach, das hast du gemeint. Jetzt. Komm ich auch mit. Ja. Manchmal dauert es ein bisschen länger. Nicht aufgeben! Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Dankeschön. Sehr schön. Meine Siedler sind stärker. Jetzt hat mir endlich mal einer plausibel erklärt, für was diese Feste sind. Meine Ritter werden dadurch stärker. Mein Gott, habe ich heute wieder viel gelernt. Wir jetzt einfach flüchten. Eine Eisenmine ist erschöpft. Wo willst du denn hin? Den Sektor kannst du nicht mehr einnehmen. Ich? Ah, ich habe nicht aufgepasst. Auf ein Steinbruch ist erschöpft. Zum Beispiel, der steht schon an der Baustelle. Klar kann ich dir noch eine. Sofort! Warte mal, den Dingens-Sektor, lass mir mal bitte. In den Fischsektor. Wie ihr wünscht. Ja, du hast nämlich einen. Wo hab ich? Einfach nur stimmt. Auf euren Befehl. Alles warte mal, klar. Dann aber den Außenposten nieder. Damit ich ihn einfach besetzen kann. Brenn den einfach mal direkt nieder. Bitte. Was? Den Außenposten wieder brennen. So dass sie. Dass ich ihn direkt besetzen kann. Also so sind es die Tür gestorben. Ich muss kurz kämpfen. Sofort! Angriff! Hm, mit mir? Ja. Kurz kämpfen. Ein Minenarbeiter findet kein Eisen mehr. Ich muss mich in die Burg zurückziehen. Das war mein Held. Das müssten doch meine Truppen theoretisch, aber wir könnten mal den Sold noch umsetzen. Also ich habe die Beliebtheit fast auf Maximum. Angriff! Dann sind deine stärker wie meine, weil ich bin nur so ein Durchschnittsding. Weil ich habe auch kein Futter. Ich kann sie nicht mal anklicken. Aber du hast natürlich doppelt so viele wie ich, also. Verstanden. Wird nicht lange dauern. Patrick Sonnenscheins meint gerade, bei den Festen heiraten die doch, dann bringen die Frauen den Siedlern das Bier, dann können die auch besser kämpfen. Das ist ja das, was ich dir vorhin gesagt habe. Okay. Bei Spiel 2 bin ich besser vorbereitet. Wie ihr wünscht. Wie ihr warum wünscht. Alles klar. Jawohl. Sofort. Schon ich unterwegs. Ich erwarte eure Tributzahlung. Kann ich auch Gebäude abfackeln eigentlich? Ja, nicht ja, aufgeben! Kannst die ganze Wirtschaft wieder brennen im Endeffekt. Nur halt eben solange der Winter vorherrscht. Schon unterwegs. Alter, deine Getreidefarm brennt. Jo. Alles gut. Eigentlich müssen wir eine Seuche verursachen, die Apotheken wieder brennen. Auf euren Befehl! Dann machen die gar nichts mehr. Alles klar! Ei! Jawohl! Brand setzen, bitte. Alles klar. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Verstanden. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Irgendwas schicken. Verstanden. Hast du sein Lagerhaus eigentlich immer noch nicht down? Ja, wie denn? Es ist voll Winter. Im Winter es ist überhaupt kein Winter. Stürmt jetzt los! Nicht mehr, aber im Winter werfe ich keine Fackeln ab. Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Sofort! Ich denke, ich habe mir einen neuen Titel redlich verdient. Dieser neue Titel soll den Ruhm des Reichs mehren. Jetzt kann ich immer noch keine Katapulte bauen. Herzogin. Ja, dafür muss man Herzog werden. Was brauchen wir jetzt? Ich bin. Oh shit. Ich bin kurz davor, Markief. Jetzt könnte es lecken. Ich habe in Windows geklickt. Oh. Ja.
Also sogar das halten die Multiplayer-Partien aus, halt man mal fest. Sie laufen immerhin stabil. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Und so ganz kacke ist das gar nicht, wie ich gedacht habe. Jawohl! Wie ihr wünscht. Ei! Aber gibt's jetzt eigentlich für unsere zwei Gegner überhaupt noch, aus dieser Misere jetzt hier rauszukommen? Wie ihr wünscht. Die kommen da nicht mehr raus. Verstanden. Was müsste man denn tun? Was könnte man noch tun? Auf euren Befehl. Schon unterwegs. Ich da noch irgendwie ein Tor rein? Nee. Schon unterwegs. Ei. Schon unterwegs. Wir werden angegriffen. Vorwärts! Eine unserer Einheiten wurde aufgerieben. Scheiß Diebe, echt. Hey, können wir die mal abfackeln? Ich steuere den Hafen an. Schicke mir 200 oder dann ihr meine Waren begutachten können. Ich brenne die nieder. Auf euren Befehl! Gut. Eine unserer Einheiten wurde aufgerieben. Verstanden! Verstanden! Wir haben ein Territorium eingenommen. Alles klar! Kämpft weiter! Auf euren Befehl! Scheiße, nicht aufgeben! Jetzt habe ich wahrscheinlich nicht genug Truppen am Start. Ei! Aber ich habe ihm seine Gebäude gekillt. Jupp. Unsere Kämpft Truppen weiter. Werden angegriffen! Magst du nicht mit dem Markus hinterher rennen? Schon unterwegs! Unsere Truppen werden angegriffen. Sofort! Jawohl! Vorwärts! Ein Minenarbeiter findet kein Eisen mehr. Das Lagerhaus ist schon halb zerlegt. Liegt schon in Trümmern. Eine Militäreinheit wurde und geschlagen. Nein. Ja, deswegen meinte ich das. Unsere Herden werden von wilden Tieren angefallen. Und der nächste Schwung. Vorwärts! Ich werde angegriffen. Ey Marco, wo sind deine Truppen? Mach diese Diebe jetzt platt, die regen mich so auf. Unsere Verbündeten werden angegriffen! Ah, das Lagerhaus brennt, jawohl! Das wirft euch direkt zu dem Krachen. Auf euren Befehl! Nichts mehr da wieder aufbauen. Oh, ich bin so kurz davor, schon unterwegs Marquise zu werden. Bringt mir aber in nichts. Den Kampf! Tick, zack. Ei, alles klar! Schon unterwegs! Usch, weg damit. Spieler Roschinho hat sich trotzdem seinen Zocker-Lounge-Rang im Discord reglich verdient. Auf euren Befehl! Verstanden! Toni? Sofort! Ist noch da? Ja. Verstanden! Jo. Alles gut bei dir? Weil als Spectator kann man nicht rumgucken. Auf euren Befehl! Hey, das verstehe ich nicht, warum es in Siedler keinen Spectator-Modus gibt allgemein. Nein, es gibt in Siedler 6 einen Spectator-Modus, aber du kannst nur über die Karte unten drücken. Verstanden! Also ich kann jetzt mit der Maus nicht drüber, keine Ahnung. Geht nicht. Das wäre halt so cool, wenn man Spiele kommentieren könnte. Das war voll mein Ding. Soll ich es jetzt eigentlich mal abkürzen und euch einfach mein Lagerhaus absammeln? Eine Eisenmine wird bald erschöpft sein. Ich habe ja keine Chance mehr. Könntest du tun. Das hättest du auch schon vor einer Stunde tun können. Okay. Alles klar. Sofort. Ach, da ist sogar noch ein freier Sektor. Wenn sie nur mal weiter fackeln drauf fährt, dann müsste es doch schneller gehen, oder? Der Sektor ist freigeblieben. Zwei Sektoren sind freigeblieben wegen der Banditen. Ein Minenarbeiter findet kein Eisen mehr. Ei! Sofort! Sofort! Jawohl! Jawohl! Aber ich kann schon mal sagen, hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu spielen. Ja, auf jeden Fall. Sofort! Danke dafür.
War eine interessante erste Multiplayer-Runde in Siedler 6. Ja, und jetzt nie wieder, gell? Wie ihr wünscht. Einfach dieses faszinierende. Ich hab keine Holz. Wie ihr wünscht. Guck mal auf meine Holzanzeige, Flo. Ja, jetzt. Hat er nachgerüstet. 270, jetzt wo ich es nicht mehr brauche. Ja. Jetzt kommt nur noch, ihr Lagerhaus ist voll. Schon unterwegs. So, musst du Holz wegschmeißen. So, ich habe noch ein paar Fackeln dabei, aber bis man Katapulte bauen kann, dauert ja echt ewig. Ja. Ja, deswegen habe ich gedacht, setze ich den Fokus darauf, schnell im Titel hochzukommen, aber das hat ja dann nichts gebracht. Man braucht hier einfach. Es reicht eigentlich aus, Baron zu sein und dann macht man nur Soldaten. Yay! Wir haben die Stadt des Feindes eingenommen. Cool. Wie viel Uhr haben wir denn? Boah, wir sind noch lange vor 0 Uhr. Ja, dann würde ich sagen, dass das zweite Spiel fängt auch deutlich früher an. Ich mach mal aber eine kurze. Vielleicht fällt ja einer aus. Ja, also bleibt mal alle da. Ich weiß, keine Ahnung. Sind ja jetzt hier schon im ersten Match viele ausgefallen. Wir wissen auch nicht, ob es beim Eugen läuft. Beziehungsweise überhaupt Platz im Eugen für Spiel 2 haben. Ah, der Marvin hat jetzt schon mitgespielt. Doch, hätten wir. Ja. Also, an alle im Chat. Es geht um 23 Uhr 40 bis 45 mit dem zweiten Spiel weiter. Und ich hole mir jetzt mal eben Bier. So, in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Bis gleich, die es auf YouTube gesehen haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Können wir eigentlich gerne mal wieder spielen, Siedler 6. Also neben dem Spiel, das gleich noch kommt. Und allen, die hier gerade jetzt mitgemacht haben, cool, dass ihr dabei wart. Hat mir Bock gemacht. Gerne jederzeit wieder. Haut rein. So. Und alle anderen, bis gleich.